Ja, die Besonderheit der Trinkhalle ist halt, dass die Rot-Weiß-Essen-Spieler halt hier mit uns verkehrt haben. Meine Eltern haben die dann auch bekocht und auch in einer Art betreut. Die Spieler haben sich halt auch vor dem Spiel und nach dem Spiel bei uns aufgehalten. Deswegen konnte dann da auch so ein Schränkchen gerichtet werden und jeder Spieler hatte seine eigene Tasse dann. Also der Roskowitsch kam einfach zur Trinkhalle. Meine Mutter hatte ihn dann auch erkannt. Dadurch hin wurde er dann direkt auch reingeboten. Ne, kommen Sie rein, Sie kriegen dann bei uns auch Kaffee. Ja, dadurch, dass der Rubisch ja dann öfter bei uns war und auch bei meinen Eltern auch sehr oft zu Gast war, hat er halt die Freundschaft sehr stark aufgebaut mit meinen Eltern. Und dadurch hin hat er dann auch den Kontakt sehr oft gepflegt, auch bei uns privat zu Hause. Und hat dann auch dann zugesagt, als er dann mein Vater dann erzählt hat, ihr kriegt jetzt einen Junge. Und ob er nicht die Patenschaft übernehmen würde. Also er hat früher, wenn er mal hier war, sich sehr um mich gekümmert. Er war also sehr oft dann da, wenn er auch hier noch Trainer war und so. Aber das wurde dann nach und nach, hat sich das dann natürlich durch seine Karriere, hat er sich dann auch auf andere Sachen spezialisiert. Also wurde der Kontakt halt ein bisschen weniger. Wir verstehen uns so ganz gut, aber ist halt nicht so geläufig, dass wir jetzt jeden Tag telefonieren oder so. Wenn er in Essen ist, kommt er auch natürlich vorbei und Kaffee trinken, ein bisschen Pläuschen halten, wie es meinen Schwestern, wie es meiner Mutter geht. Und dann ist er auch dann auch hier zu Gast.